Ja, alle Filmfreunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteres Bauprojekt, was ich hier auf meinem YouTube-Kanal begonnen habe. Ja, ich habe jetzt schon länger Zeit und kein Video gemacht, schon wieder 9 Tage her. Also habe ich jetzt schon letztens mal ein paar Videos gemacht, wieder gelöscht. Es waren sogenannte Werkzeugvideos. Die werde ich jetzt in kommender Zeit mit einarbeiten, wenn ich irgendwelche Bauprojekte mache. Und heute starte ich mal ein Bauprojekt, mal habe ich heute begonnen. Vielmehr, ich habe gestern bis 1 Uhr nachts hier ein bisschen getüftelt. Es geht sich das Bauprojektthema Iron Man. Nein, nicht vom Phantom, also wirkliche Requisiten aus dem Film. Wir kennen alle Tony Stark, denn der Schöpfer von Iron Man, der ja im Teil 1 einen sogenannten Magnet hier reinbekommen hat, weil er ist ja schwer verletzt worden. Er hat ja Splitter hier drin und die waren dann zur Herzscheidewand, da meine ich vielmehr gewesen. Und die werden durch ein Magnet weggehalten. Natürlich hat dann er sich einen sogenannten Reaktor selbst gemacht, der diesen Reaktor mit einer Energiequelle. Und wir kennen ja alle, wenn er das hier mit sieht, das Symbol, was leuchtet. Und das Teil habe ich begonnen zu verarbeiten und bearbeiten, um eine Einbauidee zu machen hier auf meinem YouTube-Kanal. Und woraus ich das gemacht habe, werdet ihr nicht glauben, aber das werde ich euch jetzt mal zeigen. Aber ich mache einen Eigenentwurf, eine Eigenidee, wie ich den mache. Also viel Spaß bei dem Video, bei dem Bauprojekt. Viel Spaß. So sieht mein selbstgebauter Reaktor aus vom Iron Man, den ich jetzt mir selbst zusammengetüftelt habe. Ich habe überlegt, wie machst du das? Und ich habe mir jetzt als Bauidee solche Abflusssiebe geholt aus Edelstahl. An 1 Euro. An 1 Euro nahe habe ich mir das geholt. Und die habe ich dafür ins Zweck genommen. Und ich habe das dann mit sogar alles komplett mit irgendwelchen Schrauben festgeschraubt. Am besten natürlich Imbusse, die ich da benötigt habe. Und habe natürlich, wie ihr seht, Kupferdrähte angelötet. Und hier drin ist eine LED, 3 Watt High Power LED in Blau. Und ich habe ja euch ja schon mal gezeigt hier auf meinem Kanal. Ich hatte ja Ghostbusters-Teile gemacht und da habe ich jetzt diese zwei blauen Teile dafür genommen, für die sogenannte Energiequelle. Und wenn ich das Licht jetzt ausmache, also er ist noch nicht fertig, also es kommt, der wird noch ein bisschen natürlich größer. Hier vorne kommt auch noch was herum, dass alles verschlossen ist und da werden ein paar Elemente dran befestigt. Also er ist noch nicht ganz fertig, aber ich möchte euch schon mal den sogenannten Rohbau zeigen, weil ich werde dann ein Video machen, wie im Film, wie ich den fertig mache. So, ich muss euch leider erst in Rot zeigen. Man sieht ihr das blaue Licht nicht. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe nämlich keine Batteriebox mehr gehabt. Da muss ich nämlich den Blaster jetzt hier für fremden Zwecken, damit ihr das auch seht. Das wäre das Element. Also blau, was hier ist, ist die Energiequelle. Und das wäre das Element, was angeleuchtet wird, angetrieben wird. So wird es aussehen. Natürlich kann ich euch auch im blauen Hintergrund mal zeigen, wie das aussieht noch einmal. So wird es aussehen. So, war ein kurzes Video, ein kurzes Unboxing-Video zum Thema zu diesem Charakter hier vom Iron Man Tony Stark, den ich ja selbst gemacht habe. Ich werde auf jeden Fall ein Video machen, wie ich das mache, so irgendwie Film, wie Tony Stark dann im Film den zusammenbaut. Da habe ich noch eine Überraschung für euch. Das werde ich euch jetzt irgendwann kommenden Zeit mal zeigen. Ich muss mal schauen. Ich brauche Batteriebox noch einmal für die LED. Und da muss ich natürlich eine Haltung machen hier für das Unter-T-Shirt, damit natürlich auch alles fest ist. Also im Sinne.
Euer Mike, wenn euch das kurze Video gefallen haben sollte, das Unboxing-Video zum Thema Reaktor von Iron Man, dann lasst einen Daumen da, nach oben natürlich und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Im Sinne, euer Mike, bis dann, ciao.